regnet ganz stark draußen und es ist nicht so schönes Wetter. Aber heute ist ein toller Tag, weil ich gebe meinen ersten Bodenarbeitskurs mit ein paar netten Leuten im Reitstall. Und ich hoffe, dass wir ganz viel Spaß haben und dass der sehr schön und lehrreich wird. Ich bin ganz aufgeregt, dass mein erster Bodenarbeitskurs ist, den ich gebe, und ich freue mich. Bis später. So, die erste Übung war das Führen mit Tempowechsel. Viel dabei ist, so wenig Einsatz von Fischtrick einzusetzen und zu kontrollieren, wie aufmerksam und respektvoll das Pferd dem Menschen gegenüber ist. Die Hüfte sollte dabei immer in Höhe von Schulterblatt des Pferdes sein. Und falls das Pferd überholt oder hinterher schleift, muss man versuchen, mit der Gerte vor der Nase und Brust zu begrenzen oder nochmals einen Vorwärtsimpuls mit der Gerte zur Hinterhand zu geben. Das Pferd wird für jede korrekte Ausführung mit Stimme und Klopfen gelobt und bei schwierigen Übungen auch mit Leckerlis. Danach folgt das Halten. Dazu auch mit wenig bis gar keinem Druck mit dem Strick und nur allein durch Begrenzen von Stimmsignal und Gerte vor der Pferdenase und Einsatz mit dem eigenen Körper. Wenn das klappt, geht man über vom Schritt zum Mittelschritt und möchte dabei, dass das Pferd sofort reagiert. Ansonsten folgt der Impuls durch die Gerte zur Hinterhand. Und das so lange üben, bis das Pferd auch alle Hilfen ernst nimmt. Danach kann man die Richtungswechsel einbauen. Dabei lenkt ihr das Pferd mit richtungsweisender Gerte in die gewünschte Richtung, also zur Hinterhand bzw. zuwenden zum Pferdekopf und dem Eindrehen oder Zuwenden mit eurem Körper. Also wollt ihr zum Pferd hin die Richtung wechseln, könnt ihr das mit Gerte Richtung Pferdenase einleiten. Und wollt ihr vom Pferd wegdrehen, zeigt die Gerte auf die Hinterhand und lässt gegebenenfalls die Hinterhand weichen. Und somit folgt das Pferd dem Richtungswechsel mit der Vorhand und eurem eingedrehten Körper. Das Pferd sollte immer Respekt, aber keine Angst vor der Gerte haben und ihr benötigt so viel oder wenig Druck, wie das Pferd dem nachgibt. Also seid ruhig bestimmt und energisch, gebt aber sofort nach ein paar kleinen Schritten nach und lobt sofort. Jede Übung kann man ein paar Mal wiederholen, sollte aber dann eine Pause einbauen oder etwas anderes machen, da die Pferde sich nach einer Weile langweilen könnten. Also lieber täglich immer drei kleine Wiederholungen, bis man in ein paar Wochen einen großen Erfolg sehen kann. Und das Ganze ist auch die Basis für das Longieren ohne Strick. Die zweite Übung ist das Rückwärtsrichten mit Handsignal. Dazu stellt man sich zuerst in Schulterhöhe des Pferdes, sagt Kommando zurück und nimmt die Gerte als Sichtsignal vor die Nase des Pferdes. Ganz wichtig ist, dass das Pferd erstmal an der Bande steht, um die äußere Seite zu begrenzen. Damit scheucht ihr sozusagen das Pferd nach hinten mit etwas rumfuchteln, wippen mit der Gerte, sag ich mal so. Jeder kleine Schritt rückwärts wird belohnt und alles wird locker gelassen und die Gerte wird heruntergehoben. Nach und nach geht man zwei, drei Schritte rückwärts. Man arbeitet sich von vorne nach hinten. Ihr versucht euch immer weiter nach hinten zu platzieren vom Pferdekörper und die äußere Hand in die Höhe zu halten. Das wird irgendwann als Signal ausreichen. Ziel dabei ist, das Pferd ohne Führstrick, dass es euch nach hinten folgen soll und dabei steht ihr genau hinter dem Pferdepo. Man kann Übung 1 und 2 gut kombinieren, um etwas Abwechslung reinzubringen. Hallo, ja, wieder zurück zu Hause. Ich wollte noch kurz ein Fazit verfassen über den ersten Bodenarbeitskurs, den ich jemals gegeben habe. Also Premiere, es war super aufregend. Und sehr, sehr spannend zu sehen, dass halt
jedes Pferd natürlich individuell in einem gewissen Stadium der Ausbildung sich befindet und unterschiedlich auf Signale reagiert. Also manche Pferde reagieren total sensibel, so wie der Lino natürlich. Andere waren da ein bisschen sturköpfiger oder uneuphorischer bei der Sache. Manche waren auch einfach nur verwirrt. Oder es gab auch Unterforderungen, Überforderungen. Teilweise hatte auch ein Pferd Angst unter den Teilnehmern vor Gärteneinsatz. Also da musste man ganz klein anfangen und die Gärte nochmal zeigen. Und natürlich versuchen, mehr mit Stimme zu arbeiten, aber trotzdem beim Bodenarbeit, da kann man das nicht vermeiden, dass man auch teilweise mit der Gerte einen Impuls geben muss oder die Richtung anweisen muss. Naja, auf jeden Fall habe ich mir das tatsächlich erstmal sehr einfach vorgestellt. Ja, da ich halt auch keine Vorerfahrung hatte und dachte so, ja, dann erkläre ich das einfach, mach so ein paar Übungen und wir gehen das alle zusammen durch. Aber dann hat sich halt herausgestellt, dass sehr viele Fragen natürlich aufkamen und jedes Pferd anders reagiert. Und das war dann wieder so eine Herausforderung und ich fand das aber total schön und spannend zu sehen, ja, was es denn für eine Verantwortung ist für jemand, der so als Trainer arbeitet oder anderen Reitern was beibringen möchte. Ja, und das sehr, sehr viel, finde ich, Erfahrung, dass man sehr viel Erfahrung erstmal sammeln muss, ja, um genau auf ihn eingehen zu können. Aber im Großen und Ganzen waren die total lieb alle und haben schön mitgemacht und sich auch gefreut. Und das wiederum war das schönste Feedback für mich und hat mich total gefreut und motiviert. Und ich hoffe, wir machen das nochmal oder regelmäßig sogar. Und ja, mir macht es einfach Spaß, so Arbeit mit Pferden. Und wenn die Leute dann auch offen für was Neues sind. Und ich will jetzt gar nicht behaupten, dass ich hier so der Profi überhaupt bin. Und manchmal denke ich mir auch so, habe ich das jetzt gut formuliert? War es verständlich erklärt? Weil, naja, man selbst macht es einfach und muss das dann auch irgendwie gut rüberbringen, verständlich. Und das fand ich auch eine starke Herausforderung, also sehr spannend. Naja, ich hoffe, ihr fandet das ganz interessant, so einen Einblick in meinen ersten Bodenarbeitskurs zu bekommen. Und ich freue mich. Bis zum nächsten Mal.